Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. In diesem Video seht ihr eine Runde Rush als Verteidiger auf der Map Operation Metro. Ich bin als Medic unterwegs, F2000 Schalldämpfer mit dabei. Quatschen will ich allerdings über ganz was anderes, wie ihr im Videotitel schon seht. Zivilcourage soll das Thema sein. Und das ist ein Punkt, der mich in den letzten Wochen mehrmals selbst getroffen hat, wo ich mich selbst als zivil couragiert gesehen habe und schon ein bisschen stolz darauf bin, und ich denke, vielleicht kann dieses Video hier von mir die Leute auch ein bisschen motivieren, selber mal ein bisschen Hand anzulegen und bei diversen Sachen einzugreifen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man bei irgendwelche Schlägereien sich mitten reinschmeißt und sich dann vielleicht einen Taschenmesser gegenüber sieht. Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine von diesen ganz einfachen, banalen Sachen, die ihr vielleicht dann aufgrund meines Beispiels verstehen werdet und vielleicht entsprechend auch für euch umsetzen könnt. Ich nenne euch einfach ein paar Beispiele, die mir in letzter Zeit untergekommen sind, wo ich selbst einfach tatkräftig hingeschritten bin und diverse Sachen zurechtgerückt habe. Vor nicht allzu langer Zeit war ich bei uns im Stadtpark unterwegs mit dem Junior, und der ist da ganz lässig mit dem Trampolin herumgesprungen, hat seinen Spaß gehabt, und so über 20 Meter weiter auf seiner Parkbank sind zwei so halbwüchsige, möchte gern, ich bin cool Typen, ich schätze mal zwischen 12 und 15 Jahren, wenn überhaupt, mit einem Mädchen gesessen und haben natürlich imponiert. Imponiergehabe, ja, das kennen wir, das haben wir alle gemacht, kein Thema. Ich war da auch nichts anders, ist schon ein paar Jährchen her, habe ich jetzt nicht mehr nötig, aber damals war ich sicher auch nicht anders wie die jetzigen Kids heutzutage. Gehört auch dazu, ist ja kein Thema. Allerdings haben sie so herumgewurschtelt und ein bisschen so herumgeschubst und ein bisschen herumgeblödelt. Und einer hat dann gemeint, er muss ein Taschenmesser rausfischen, ein Einhandmesser ist es gewesen. Und hat dann also herumimponiert und hat so, ja, möchte gern zugestochen, also nicht wirklich, hat er so getan und hat die Hand im letzten Moment ein bisschen umgedreht. Und ich habe mir gedacht, hallo liebe Leute, das ist ein Kinderspielplatz, ich bin mir nicht sicher, ob das hier was verloren hat. Habe dann mal ganz provokant, aber wollte mal versuchen, was passiert, mein Handy so hochgehalten, als wie wenn ich ein Foto machen würde. Und die zwei Typen sind dann gleich ganz aufmerksam geworden, haben dann geschaut, und denen war es dann nicht so ganz wohlig, was da los ist. Aber die sind dann rübergekommen zu mir und haben gefragt, hey, wieso filmen Sie uns? Hey, Alter, ich bin schon so alt, dass mich die Leute mit Sie ansprechen. Ja, also, das ist auch schon wieder peinlich. Aber quatsch mich dann an, hey, wieso filmen Sie uns? So, habe ich ja gar nicht, ja. Ja, haben Sie ein Foto gemacht? So, genau, habe ich auch nicht gemacht. Ja, ja, was ist leicht? So, naja, dann habe ich Ihnen das erklärt. So, sag mal, findet ihr das gescheit, was ihr da macht? Das ist ein öffentlicher Platz, ein Kinderspielplatz. Und ihr lauft da rum mit einem illegalen Messer. Da haben sie mich schon mal angeschaut, was ein illegales Messer ist. Aber ja, liebe Leute, Einhandmesser. Also in Deutschland sind sie speziell verboten. In Deutschland darf man kein Einhandmesser mit sich führen. Außer man nutzt es zum Campen oder irgendwas. Also hat eine Begründung dafür. Und habe gesagt, ja, also findet ihr das schlau, dass ihr das am Spielplatz macht? Da habe ich ihnen gesagt, na, ich verstehe schon. Ich meine, ich habe auch ein Messer gehabt in eurem Alter, kein Thema. Nur dann brauche ich das nicht so provokant da irgendwie das so herzeigen. Haben sie gesagt, ach so, ja, rufen Sie jetzt die Polizei. Sage, nein, ich rufe die Polizei nicht, ich könnte es, weil ich habe so einen Kurzwahlspeicher. Aus meinen beruflichen Gründen habe ich die Nummern von denen natürlich, aber mache ich nicht. Er sagt, bitte geht es woanders hin, habt euren Spaß, aber blödelt doch nicht bitte auf einen Spielplatz herum. Ja, und das haben sie dann zur Kenntnis genommen, muss ich sagen, muss ich auch denen wieder für gut heißen. Haben ihr Zeug gepackt und sind mit dem Rad gefahren, und die habe ich dann später irgendwo anders gesehen. Da sind sie auch mit dem Mädel wieder rumgelaufen. Und ja, haben wir genauso weitergetan wie vorher, aber eben nicht am Spielplatz. Dann haben wir gedacht, siehst, wenn einer nur einen Mund aufmacht, ist es auch ja erledigt. Man braucht nicht gleich blöd kommen, man braucht nicht gleich böse kommen. Man kann denen das doch erklären. Ich meine, für die ist das was anderes. Die haben sich gedacht, ja, ich bin ein bisschen cool, ein bisschen lässig. Und die denken einfach nicht daran, was das Ganze für Auswirkungen hat eventuell. Ja, warum sagen wir es ihnen nicht? Warum denn auch nichts dabei? Ein weiteres Beispiel, was ich auch vor nicht allzu langer Zeit gehabt habe, war ich dienstlich unterwegs. Also wir waren dann nach einem Einsatz sind wir dann Mittagessen holen gefahren zu einem Kaufhaus, und ich war relativ schnell fertig mit meinen Einkäufen, bin dann im Rettungswagen gesessen und habe dann einfach gewartet. Habe ich so rüber gesehen zu den Einkaufswagen, also zum Abstellplatz von diesen Einkaufswagen. Und da war eine Mutter mit ihren zwei Kindern, und ich glaube, da war die Oma mit dabei, zumindest hätte ich es so interpretiert. Und die zwei Kinder, sie haben sich zwei Einkaufswagen genommen und das eine Kind in den einen gesetzt, und die Oma wollte das zweite Kind in den anderen Einkaufswagen setzen. Natürlich wollte der
bei seinem Bruder drin sitzen, hat ein bisschen gezetert und sich gewehrt und so weiter. Und da habe ich schon gemerkt, boah, die Oma, die schaut schon ganz schön aggressiv rein. Die wirklich schon auf Spannung und das Gesicht, das wirklich so, boah, die explodiert gleich. Da, und das Kind war, ich schätze mal, so circa, ja, wie meiner ungefähr, so 2 Jahre alt. Und dann hat sie den gepackt beim Ohr und hat ihm das Ohr dort komplett rumgedreht, ja. Natürlich hat er noch mehr geschrien, ja, was willst du, man, einen Zweijährigen mit Schwärzen zu irgendwas bringen, bringt ja genau gar nichts, ja, was soll der schmoren, das kannst du bei einem Jugendlichen machen, der geht vielleicht in die Knie, aber der schreit doch einfach nur, da hast du gemerkt, okay, das Kind schreit mehr, die Oma wird noch aggressiver, dann hat sie ihn gepackt und so ein bisschen herumgeschüttelt und wollte mit Zwang hineinsetzen, dann hat sie ihn noch einmal beim Ohr gepackt und rumgedreht und dann hat es mir gereicht. Tür auf, bin ich raus, bin ich hingegangen zu ihr, habe auf die Hand geklopft und gesagt, na, jetzt reicht's aber. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die reingeschaut hat. Also allein dieser Blick von der war es wert, dass ich das gemacht habe. Die hat meistens das Gesicht verfärbt wie ein Chamäleon, den Kopf eingezogen, hat das Kind reingesetzt und pssst, sind sie weg gewesen. Und dann habe ich gedacht, ihr blöden Trampler, haben wir gedacht, echt, also das kann es aber wohl nicht sein, dass man... Also vielleicht liegt es daran, weil ich selber ein Kind in dem Alter habe, aber da bekomme ich dann selber Aggressionen. Also da muss ich mich zusammenreißen, dass ich nur hingehe und auf die Hand klopfe. Ja. Am liebsten hätte ich da von hinten eine runtergehaut mit irgendeinem Drum, weil ich innerlich so gekocht habe. Aber für mich war es einfach eine Genugtuung, dass ich dann sehe, wie sie reagiert hat. Das war wirklich ganz genial. Die war wirklich Kopf eingezogen wie eine Schildkröte, gell, Kind, und mit einem Einkaufswagen war sie weg. Ja. Es war wirklich ganz genial. Also denke ich mir auch, ist ja nichts dabei. Ja, da gehe ich hin und sage, hey, liebe Leute, es ist genug mit dem Schmarrn, was soll der Käse? Ja? Braucht doch kein Mensch. Unglaublich. So, hier sind wir jetzt übrigens in der Metro schon unterwegs. Ihr seht es, das Video ist auch ein gutes Beispiel, wobei man sieht, dass man, indem man das Team unterstützt, mit vorne dabei sein kann. Ihr werdet jetzt zum Schluss des Games sehen, ich habe nicht allzu viel Kills gemacht und war nicht jetzt der Oberruler hier, aber bin vorne mit dabei. Aber das seht ihr dann zum Schluss. Ich habe noch ein Beispiel. Und zwar, was ist vor ein paar Tagen, da war mir bei uns in der Stadt da gibt es dieses, Moonlight Shopping nennt sich das. Das ist, da haben wir am Abend die Geschäfte bis um 21.30 Uhr, 22 Uhr offen. Da sind Lokale dann offen. Es ist wirklich ein total, total nettes Stadtflair. Und da sind wir in der Stadt eben gewesen und da hat es eine Modenschau gegeben, da, wo meine Schwägerin auch mitgelaufen ist. Und das haben wir uns eben angeschaut und da waren wir mit der Stadt drinnen, mit Junior. Und da sind wir gesessen und gestanden und haben halt zugeschaut, wie die da entsprechend die Mode von so einem Geschäft präsentiert haben. Und da stehe ich so, links neben mir steht also eine ältere Dame, so 55 plus würde ich mal schätzen, so knapp 55 bis 60, hat auch ihren Enkel dabei gehabt und er hat das Eis halt nicht zusammengeschleckt und hat dann die Starnitzel, und ihr würdet sagen Tüte, ja, wie heißt das, der Starnitzel, hat das Starnitzel einfach so in die Wiese geworfen. Prinzipiell keine Thematik, ja, man, also, das wird eh von den Vögeln aufgefressen, nur mitten in der Stadt, auf einer kleinen Wiesefläche, wo 100.000 Leute rundherum stehen, wie schaut denn das bitte aus? Ich kann doch nicht einfach irgendwas hinschmeißen, wenn das jeder machen würde, wie schaut das aus? Haben wir gedacht, es kann es aber wohl nicht sein, dass die Vorbildwirkung, ja, das Kind mit dabei, schmeißt sie die Starnitzel einfach das in die Wiese und denkt sie nichts. Da bin ich mal hingegangen, habe die Starnitzel hochgehoben, habe ich zu ihr rübergeredet, habe gesagt, ich schmeiß das für sie weg, ja. Dann hat sie mich angeschaut, hat sie wieder ein Anblick für Götter, wie sie mir innerlich zusammengezuckt ist, so, boah, ist mir das jetzt peinlich, ja. Na, das war ja nicht so gemeint, das ist ja für die Vogel, ja, spinnst du, für die Vogel, da laufen 10.000 Leute rum, verstehst du, das ist ja ganz eine kleine Wiese vor einem Wohnhaus, ja, so ein kleiner Garten ist das, da schmeißt du deinen Dreck rein und sagst dann, für die Vogel, ja klar, sonst noch was, ich bin ja nicht blöd, ja. Und hab das dann einfach genommen, dann ist sie mir nachgelaufen, na, das war jetzt wirklich nicht so böse, gemein, und so, ja, ist schon in Ordnung, keine Thematik, mir gefällt das halt nicht, ich finde das blöd, wenn man in unserer schönen Stadt, weil die ist wirklich, unsere Innenstadt ist wirklich so schön, wenn man da den Mist einfach da hinschmeißt, ja, und davon abgesehen, Vögel und Tauben füttern ist eh verboten, ja, weil das im Prinzip so blödes klingt, Tauben sind sowas wie die Ratten der Lüfte, die darf man eben nicht füttern. Außerdem ist das Zeug auch nicht gut für die Tiere, das ist wieder die andere Geschichte, dass es gar nicht gesund ist für die Tiere.
Und ja, ich schmeiß das jetzt weg. Ja, ja, danke, na, das ist mir. Ah, ja, bla 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 bla. Ja, bla bla bla. Halt auf jeden Fall, ja. Ja, und das, allein dieser Blick von der Dame, wie die reagiert hat, war es mir schon wieder wert. Ich habe gesagt, Herr Bitwalker, geiler Scheiß. Das hast du gut gemacht. Ich habe das Klumpen dann weggeschmissen, die Sache war erledigt. Und die ist mit hochrotem Kopf da drüben gestanden und hat sich einen auf unschuldig gemacht. Ja, und ja. war einfach eine super Sache, die mich einfach innerlich befriedigt, wenn man dachte, schau, da machst du einen Handgriff, tust im Prinzip was Gutes unter Anführungszeichen, ich finde ein bisschen was Gutes tun, das sieht ein bisschen blöd an, aber ja, es ist nichts dabei. Sie wird sich denken, puh, nächstes Mal passe ich vielleicht auf, dann ist auch allen geholfen und mir jetzt einfach diesen Blick gegeben und ich war einfach grenzgenial. Ja, und ich denke, wenn mehr Leute, also wenn viele Leute einfach so bisschen mit offenen Augen durch das Leben laufen würden, wäre da schon viel geholfen. Ich denke es mir wieder, wenn du die Städte jetzt anschaust heutzutage, ich sehe es auch bei mir beim Weg in die Arbeit, da komme ich da bei McDonald's vorbei und. Wie es da oft ausschaut, das ist echt furchtbar. Obwohl ich schon sagen muss, habe ich letztes Mal beobachtet, da ist auch ein Kaufhaus, die haben so Mistkübel stehen, so Mülleimer, die offen sind. Und die finde ich taktisch ja irrsinnig blöd, weil nämlich der Mist kommt oft nicht mal von den Leuten, sondern von den Raben und von den Krähen. Ich sag's euch, die kannst beobachten, die räumen die Mistkübel aus, um was zu fressen finden. Aber wirklich komplett, der krabbelt da rein und zupft sich alles raus, das schaut wirklich wild aus. Aber trotzdem sind natürlich genug andere auch, die den Mist einfach fallen lassen. Also die Spaziergehstrecke, was wir haben, was da oft Müll herumliegt. Also von Cola-Dosen, Red Bull-Dosen, Plastikverpackungen, da denken wir, Alter, was ist dabei, wenn du den Krempel nimmst und einfach wegschmeißt, ja? Weil du versaust ja doch deine eigene Heimat. Ich finde das so bescheuert und so blöd, weil es komplett unnötig ist. Was ist dabei, wenn man das wegräumt? Ja, bei uns gibt es so tolle Stellen, wo man grillen könnte zum Beispiel. Ist verboten worden. Warum ist es verboten worden? Weil die Leute immer ihren Müll dort liegen lassen haben, ja? Ja, da kannst du bei dem Bach, da gibt es so einen netten Fluss bei uns, wo du nicht baden kannst, und da gibt es so Sandbänke, da haben wir früher, wie ich noch kleiner war, immer gegrillt, ja, war immer kein Problem. Nur haben die Idioten und Glasflaschen mitgenommen, Glasflaschen zerbrochen natürlich, und dann konnte man dort nicht mehr baden, beziehungsweise musste da zusammengeräumt werden. Und natürlich haben sie immer mal gesagt, die ganzen Anwohner, weil der Lärm war und so weiter, so, liebe Leute, das geht nicht mehr so. Ja, dann ist es verboten. Das ist absoluter Schwachsinn. Was ist dabei, wenn jeder einfach seinen Krempel wieder mitnimmt? Das wäre doch überhaupt keine Thematik, aber nein. Ich mache einen Sauerstoff, bin cool, hau ein paar Flaschen zusammen und der nächste schneidet sich die Füße aus dabei. Ja, also das ist wirklich absolut bescheuert. Ja, wie geht es euch eigentlich so? Zivilcourage, ja. Wie gesagt, ich rede nicht von diesen, ich kämpfe da handgreiflich oder schmeiße mich da zwischen zwei Messerkämpfern hinein, sondern wie gesagt, diese Kleinigkeiten sind. Es sind wirklich nur Glitzekleinigkeiten, wenn man die vielleicht ein bisschen mit offenem Auge verfolgt und ein bisschen. Ja, darauf reagiert, passiert ja nichts, ja. Also ich denke, das würde sich schon sein. Wie geht's euch da? Habt ihr auch so Erlebnisse gehabt, wo ihr gesagt habt, hey, da habe ich da mal eingreifen müssen? Oder ein ganz gutes Beispiel habe ich noch. Bei mir in der Siedlung hier, wo ich wohne, sind ein paar Häuser noch nebenbei, ja. Und da haben wir das Problem. Es hallt immer ein bisschen, ja. Also wenn irgendwas laut ist, dann schlägt sich das bei den Wänden. Und in der Umgebung von mir ist das Krankenhaus. Und vor Kürze, oder was vorigen Sommer, ist ja wurscht, Vor einiger Zeit haben wir so Hilferufe gehört. Da haben wir so, Hilfe, Hilfe, hat wer geschrien. Ich habe es am Balkon gehört, ich bin dann runtergegangen, wollte versuchen, das zu lokalisieren und habe es nicht gefunden. Dann habe ich die Polizei angerufen und sage, hey, liebe Leute, kommt zu mir vorbei, da schreit eine Hilfe und ich weiß nicht woher. Die Polizei war dann da und dann sind natürlich auch die Nachbarn gekommen. Ja, dann waren sie auf einmal da und so, ja, ich habe das auch schon ein Weilchen gehört. Haben wir gedacht, mal, ihr blöden Hunde, ihr blöden Trampler. Und ich gedacht, ja, und was habt ihr gemacht? Ja, nix. Nichts haben wir gemacht. Wir haben gedacht, das ist eh nichts. Da schreit jemand um Hilfe und es tut keiner was. Da kriege ich so einen Hals. Ich sage, vielleicht merkt ihr es selber im Kommentieren, aber da zerreißt es ihm innerlich. Ja, und auf jeden Fall, als Video schaue, muss ich mich beeilen. Auf jeden Fall habe ich dann die Polizei gerufen. Und da haben wir gedacht, warte mal, ganz kurz, haben wir gedacht, da drüben ist das Krankenhaus, da ist ein Fenster offen, da drüben ist eine Intensivstation, das weiß ich. Da habe ich ein Krankenhaus angerufen auf die Intensivstation und habe gesagt, hey, schreit bei euch einem Hilfe? Und sagt die, ja, bei uns, die Dame, die schreit immer um Hilfe, das ist einfach so, das ist schon so alt. So, na bitte, nichts ist passiert, alles war in Ordnung. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss, ciao, euer Bitwalker, bis zum nächsten Mal, tschüss.